Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Zool. Ich habe den Ausgang wie versprochen gefunden. Und gehen wir doch mal rein. Haha, sehr schön. Wir sind nun also im vierten Abschnitt des zweiten Levels, wenn mich nicht alles täuscht. Jawohl, natürlich. Muss es auch hier einen vierten Abschnitt geben. Und ja, bin ich mal gespannt, wie krank der ist. Naja. Und wie viele Musikinstrumente, Schallplatten etc., CDs wir hier sammeln müssen. Das sieht doch schon mal gut aus. So, 40. 40 Sachen brauchen wir noch. Hoffentlich sind die hier nicht so rar gesät. Das wär's jetzt noch. Nee, aber das... Na, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Haha, Zool, hey! Du kannst dich richtig austoben. Juhu! So, ah, da fehlt ja nicht mehr viel. Also wird es hier wahrscheinlich wieder nur darum gehen, überhaupt mal wieder den Ausgang zu finden. Das ist hier echt ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also, das macht doch nicht wirklich Freude. Ich meine, mal ehrlich, ich suche hier stundenlang nach Ausgängen und dann kommt ja gar nichts. Also das ist ja... Naja, gut, wir müssen da durch. Es war schließlich ein Wunschprojekt. Haha. Und ich will es nicht abbrechen, so wie ich es mit Starwing 2 machen musste. Das war ja auch ein Wunschprojekt. Das wäre jetzt was, wenn ich alle Wunschprojekte abbrechen würde. Wobei das ja mit Starwing 2 wirklich, ja, aus technischen Problemen war. Also, da kann ich ja nichts für. Juhu! So. Gut, okay, wir haben bereits alles, was wir brauchen. Jetzt geht es wieder darum, den Ausgang zu suchen. Juhu, und das wird wieder ein paar dauern oder so. Schauen wir uns doch einfach mal ein bisschen um. Oh Gott. Der Pfeil zeigt es zwar an, aber es ist trotzdem unheimlich schwierig rauszufinden, wo man hin muss. Aber Gott sei Dank haben wir hier wieder einen Checkpoint. Ich nehme mal an, dass das Checkpoints sind hier. Es müssen Checkpoints sein. Ich glaube, das haben wir auch schon herausgefunden. Ja, haben wir. Egal. So, oh mein Gott. Ja, da. Sehr schön. Ja, ganz humorlos, der hier durch. Ja, sehr schön. Ja, was mache ich denn? Was mache ich denn? Egal, wir haben hier einen Checkpoint, das ist doch schon mal super. Das ist doch Zool-tastisch, ist das doch. Haha, was für eine Wortschöpfung. Autsch. Ja, hier durch. Hier rechts durch, auf jeden Fall. Aber wie? Es geht mal wieder nicht. Ist ja herrlich. Also müssen wir doch auf den Boden, oder was? Super, tot. Jaha. Dann gehen wir eben hier unten lang. Sehr schön. Pfeifen auf. Was war denn das jetzt? Egal. Pfeifen auf sämtliche Musikinstrumente oder sonst was. Wir. Ach, ja. Gut, ganz so auf sie pfeifen kann ich dann doch nicht. Dafür bin ich nicht gut genug. Ja. Da, was. Boah. Du Penner. Haha. Aber ich werde keine Safe State Party daraus machen. Ich verspreche es euch. Das muss nicht sein. Ja, super. Das finde ich so scheiße. Der Pfeil zeigt mir an, dass der Ausgang oben rechts ist, aber die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist unten links lang zu rennen. Das ist doch unglaublich. Hey, du. Ja, komm. In Ordnung. So, wir sind wieder hier und das ist vielleicht auch ganz gut so. Wir müssen mal schauen, ob es hier nicht vielleicht doch noch eine Möglichkeit gibt, nach oben rechts zu kommen. Vielleicht über diese Orgelpfeifen hier. Ich könnte mir das vorstellen. Sollte es das nicht sein, machen wir halt wieder einen Cut. Und sollte Zool nicht draufspringen können. Zool, streng dich an. Das spielt sich ein Ninja. Denke ich zumindest. Irgendwie siehst du so aus. Ich weiß nicht, vielleicht bist du auch... Du siehst auch ein bisschen aus wie Slippy. Das macht mir Sorgen. Das kann doch nicht dein Bestreben sein. So wie Slippy zu enden. Als Opfer. Und...
Eine Bombe! Hey, die hat alle Gegner getötet. Sehr schön. Ja, was? Wieso hast du dich jetzt nicht festgehalten? Super. Ah, Moment. Das lasse ich so nicht auf mir sitzen. Okay. Und hepp. Und hepp. Und hepp. Das muss doch hier irgendwo sein. Darf doch nicht wahr sein. Aber das sage ich auch bei Spielen immer, die ich normalerweise gut kenne. Zum Beispiel Ocarina of Time. Ein Spiel, was ich, was weiß ich, wie oft durchgezockt habe. Sogar da muss ich meine Verlobte öfters mal nach dem Weg fragen in Dungeons. meine Verlobte, meine Frau, Entschuldigung. Um Gottes Willen, ich bin's noch nicht gewohnt. nein, Suhl. Suhl? Das ist nicht schön. So, böser Suhl. Ja, genau, so musst du das machen. Das sieht doch schon viel besser aus. Und hier müsste es ja eigentlich irgendwo sein. Ja, genau. Natürlich, wie immer. So, juhu! Geht es hier echt nicht woanders hin mal? Mann! Da kann man sich hier durch die Wand irgendwie manövrieren. Also der Pfeil ist definitiv keine Hilfe, der einem anzeigt, wo das Ziel ist. Der ist definitiv keine Hilfe. Er verwirrt eigentlich sogar eher. Mann, ja super, jetzt bin ich ja wieder am Anfang. Gut, Cut, entschuldigt, geht nicht anders. Haha. So, da bin ich wieder. Und ja, ihr erinnert euch noch an diesen Pfeil hier neben? Ja, was kann man denn hier machen? Man kann zum Beispiel hier an dieser Stelle durch die Wand crashen. Das hätte ich vielleicht auch mal probieren sollen an dieser Stelle. Ja, du Penner. So, und hier müsste eigentlich irgendwo der Ausgang sein. Wenn nicht, muss irgendjemand dafür leiden. Zum Beispiel die Herausgeber der deutschen Starwing 2 ROM. Ja, zum Beispiel die müssen darunter leiden. Ich will dich töten. Super. Mann. Und? Ja, das war mir so klar. Überall, wo ich runterfall, sind Stacheln. Überall, wo ich gegenspring, sind auch Stacheln. Folglich sind überall Stacheln. Und ich muss mal zusehen, dass ich hier langsam den Ausgang finde, weil es wird ja langsam ein bisschen langweilig für euch, dass ihr immer dasselbe Level seht. Ja. So fürsorglich bin ich. Es müsste doch hier eigentlich irgendwo sein. Ja. Ja, da ist der. Da ist der Ausgang. Sehr schön. Moment. Ein Boss. Ein Bosskampf. Was ist das? Eine Gitarre. Eine E-Gitarre. Ja. Dann stirbt er einfach mal. Oh fuck, ich habe gar keine Energie. Scheiße, ich habe gar keine Energie. Oh mein Gott. Das ist schlecht. Das ist nicht sultastisch. Oh Gott. Oh Gott. Ja, komm. Nicht gleich von der ersten Attacke von diesem Typen besiegen lassen. Das wäre ja peinlich. Pause und Safe State. Haha. Ja, so muss ich jetzt arbeiten, weil ich will auf keinen Fall... Oh, scheiße. Der Typ darf mich auch nicht berühren. Das ist ja super. Ah. Oh Mann. Okay. Das machen wir lieber mit etwas mehr Energie, weil... Sehr schön. Wir kommen auch direkt wieder beim Boss raus. Das ist praktisch. Komm her, du wirst sterben. Hier und jetzt. Du wirst hier und jetzt. Wirst du sterben. Völlig egal, wie viel Energie ich verliere. Du wirst hier sterben. Ja, ganz recht. Das ist voll Kamikaze-Taktik hier, aber vielleicht nützt es was. Ja! Wir haben ihn besiegt! Haha! Unglaublich! Gott sei Dank ist es der leichte Schwierigkeitsgrad.
Ja, und dann würde ich sagen, beenden wir den Part damit. Wir werden erst beim nächsten Mal herausfinden, was Level 3 ist. Bis dann!